Das nachfolgende Video führt Sie in die wichtigsten Neuerungen in Version 1.11 der Software TobiDynavox Snap ein. Sie haben nun endlich die Möglichkeit, die Oberflächen auszudrucken. Das bedeutet, möchten Sie beispielsweise die Kernwortseite auch außerhalb der Software verwenden, um eventuell Modeling zu verwenden oder für weiteres Therapiematerial, haben Sie die Möglichkeit, dieses nun auszudrucken. Gehen Sie dafür ins Bearbeitungsmenü, wählen Sie Seite aus und gehen Sie entweder im linken Bereich auf Seite drucken und anschließend auf Drucken oder wählen Sie im rechten Bereich den Drucker aus. Sie können nun in der Übersicht der Seiten die Seiten auswählen, die Sie gerne drucken möchten. Scrollen Sie dafür in der Seitenliste oder benutzen Sie die Suchfunktion. Sie können durch Auswahl des X's entsprechend ausgewählte Seite wieder entfernen oder mit aller auswählen, alle im Seitenset enthaltenen Seiten zum Drucken auswählen. Gehen Sie anschließend auf Weiter. Sie können den Druckbereich noch anpassen. Möchten Sie beispielsweise das Mitteilungsfenster nicht mitdrucken oder auch die Werkzeugleiste, so können Sie dieses entfernen. Im oberen Bereich sehen Sie eine kleine Mini-Vorschau, wie der Druck aussehen wird. Gehen Sie nun auf Drucken und es öffnet sich das individuelle Druckmenü, in dem Sie noch entsprechende Einstellungen für den Drucker vornehmen können, wie beispielsweise Umstellung von Farbe auf Schwarz-Weiß. Gehen Sie auf Drucken und die Seiten werden an den Drucker gesendet. Eine weitere Neuigkeit ist, dass es ein weiteres Seitenset zur Verfügung gibt, und zwar ein rein textbasiertes. Möchten Sie dieses textbasierte Seitenset hinzufügen, gehen Sie ins Bearbeitungsmenü, auf Seitenset und wählen Sie das Seitenset aus, was Sie gerade benutzen. Gehen Sie auf Seitenset erstellen und Sie haben nun neben den bekannten symbolbasierten Inhalten vom Metacone PCS auch ein Textseitenset. Wählen Sie dieses auf, gehen Sie auf Weiter, geben Sie gegebenenfalls einen individuellen Namen ein und gehen Sie auf Erstellen. Klicken Sie nun auf Textseitenset. Befinden Sie sich in einem rein textbasierten Seitenset, das Ihnen Zugriff auf wichtige Kommentare, Sätze speziell zu eigenen Themen bietet, eine Tastatur mit Wortvorhersage, Notizmöglichkeiten, indem Sie den Inhalt des Mitteilungsfensters über das Feld kopieren, entsprechend archivieren können. Und in der Übersichtsseite haben Sie Zugriff auf Fernbedienung, weitere Steuerung von Programmen oder auch den Zugriff auf Seiten für die Assistenten Google Home oder Alexa. Die letzte wichtige Neuerung ist, dass Sie auch nun mit Snapcore First die Möglichkeit haben, mittels FaceTime auf dem iPad Lautsprache zu übertragen und dieses dann auch zur Kommunikation verwenden können. TobiDynavox wünscht Ihnen viel Spaß bei der Nutzung von Version 1.11 der Software TobiDynavox Snap.